Herzlich willkommen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Die Siedler 5. Und ich habe es jetzt ja endlich mal rausgefunden hier mit der Kameraeinstellung. Ha, man musste den Lua-Debugger ein bisschen ärgern wieder. Es ist dann ziemlich dunkel, wenn ich weit rauszoome, sollte ich also nicht tun. Ist jetzt noch ein bisschen buggy, das ist auch nicht die Option, die ich eigentlich gesucht habe. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Naja, ist egal, macht ja nichts. Auf jeden Fall haben wir jetzt heute ein paar interessante Pläne. Wir wollen nämlich ein bisschen angreifen. Entweder hier so einen Kanonenturm schon mal zerschreddern. Das könnte man sich tatsächlich schon mal überlegen. Wenn wir hier schon einen Schießplatz haben, können wir den da schon mal kaputt machen. Oder die zwei Türme da schon mal kaputt machen. In der Zwischenzeit werden wir uns hier so ein bisschen umgucken. Danach werden wir hier den Steinstollen uns vergnüglich machen. Und dann werden wir bald mit unseren Leuten hier losrennen. Die werden dann richtig Randale machen und Rambazamba. So, brauche ich auch nochmal einen neuen Trupp. Brauchen wir marschieren? Nein, ich glaube nicht, dass wir marschieren benötigen. Gott, nee, so weit sollte ich echt nicht rauszoomen. Ist noch nicht die optimale Möglichkeit. Es gibt da noch irgendwo eine andere Option. Irgendwo war das, meine ich, mal ein Update, aber jetzt keine Ahnung, wo das jetzt ist. Ist auch nicht so wichtig. So, wir können ja trotzdem hiermit ganz gut umgehen. Ich glaube, es liegt halt auch einfach an der Resolution ein bisschen. Also auf jeden Fall kein Drama. Wir sehen ja lieber zu viel als zu wenig, nicht wahr? Unser Kundschafter hat sich ja hier drüben hingestellt. Mit dem wollen wir jetzt mal ein bisschen gucken, was wir hier so noch entdecken und wo wir vielleicht auch durchbrechen können. Also hier sind die Wohnstätten, da ist dann wahrscheinlich der Weg, wo wir auch lang gehen müssen, weil wir wahrscheinlich nicht hier im Norden lang kommen. Wobei, mal probieren könnten wir es ja, ne? Vielleicht kommen wir da ja lang. Wer weiß. Gibt es hier was zu sehen? Ja, nee, ich glaube, da kommen wir tatsächlich so nicht hin, so leicht. Nee, das wird leider nix. Okay, das heißt, wir müssten hier irgendwie durch, da müssen wir hier die Wohnstätten überlisten, müssen wir hier alles platt machen. Kein Problem. Ha. Ich habe mich ein bisschen verguckt. Wieso habe ich gedacht, wir hätten 300? Achso, wir hätten eine Motivation von 300. Ja, da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Ich glaube, jetzt geht es so langsam daran, ein paar Leibeigene zu entlassen. Auf Wiedersehen. Hier die Quality of Life habe ich auch nicht angemacht, ne? Ist ja auch schlimm hier. Jetzt könnte ich doch alle auf einmal entlassen. Hier, das geht auch nicht. Dann machen wir das so. Hier entlasse ich auch ein paar Leutchen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und hier machen wir zwei weg. Hier mal, nee, das ist ja nur einer, der gerade hackte. Hier können wir nochmal ein paar Leute entsorgen. Entsorgen trifft es ganz gut, ne? So, hier machen wir mal drei und dann hier nochmal zwei. Ich glaub ja, okay, so, da sind wir bei 20. Das sieht doch ganz gut aus. Also, so, ihr Kollegen, geht jetzt mal den Kanonenturm hier platt machen. Ich hoffe mal, dass da nichts passiert. Ja, das könnte jetzt gefährlich werden. Möglicherweise. Ich hoffe einfach nicht, dass das der Fall ist. Wir können hier noch gar nicht ausbauen. Oh, Befiederung haben wir auch noch nicht erforscht. Wir brauchen sowieso auch noch Chemie, damit wir Kanonen erforschen können. Okay, der Kanonenturm, der wird schon mal so gemütlich weggesniped. So, und dann müssen wir doch jetzt eigentlich nur noch auf die Idee kommen, hier unsere Leute aufzufrischen. Machen wir nochmal zwei Trupps. Und dann gehen wir mit allem, was wir haben, hier los. Würde ich mal sagen. Die rennen dann einfach mal voran und schauen sich das Ganze mal an. Hellebardiere hätte ich noch erforschen können. Das wäre auch noch eine Idee gewesen. Was haben wir hier noch? Kettenhemd. In der Feinschmiede müssen wir natürlich das hier erforschen. In der Feinschmiede müssen wir immer die letzte Technologie erforschen. Die ist wichtiger. So, erster Turm kaputt. Wunderbar. Dann kann unser Kundschafter sich schon mal hier drüben hinstellen. Der wird jetzt ein Weilchen laufen müssen. Wir lassen den Turm da mal stehen. Da kommen ja bestimmt irgendwann Einheiten raus. Und bevor das der Fall ist, werden wir da mal gucken, was uns so passiert. Ich glaube, ich kann hier tatsächlich mal ein paar Leute einfach stehen lassen, oder? Wir umrunden einfach die Leute vom Nebelvolk.
Ihr habt eine neue Technologie. Wir brauchen die eigentlich alle gar nicht, ne? Es reicht ja vollkommen, wenn wir die, die vom Nebelvolk einfach an uns vorbeilaufen lassen. Und dann rennen wir von hinten ran. Ne? Das machen wir doch ganz geschickt, ganz gewieft. So, hier ist die Brücke jetzt, schätze ich mal, ne? Hier ist irgendeine Brücke. Und die Brücke ist... Ah, die ist noch nicht gebaut. Okay, das ist natürlich geil. Das heißt, von sich aus können die uns überhaupt nicht angreifen, anscheinend, weil die ja garantiert nicht auf die Idee kommen, eine Brücke zu bauen. Okay, das finde ich doch schon mal gar nicht so verkehrt. Jawohl. Jawohl, ja. Okay. So, also der Erik, mit dem sind wir aber noch so nix da. Der Marcello, ne? Der Marcello, mit dem müssen wir uns dann noch kloppen. Und Orange, der Michi, mit dem kloppen wir uns jetzt gleich. Der kriegt dann richtig Ärger. Da geben wir mal richtig, gehen wir mal richtig einen drauf. So, also, wir brauchen die Leute hier vorne. Wir sammeln uns mal dort. Wo sind die Herrschaften? Die sind jetzt hier. Die sammeln sich jetzt auch mal. Mach ich denn hier? Nein! Nicht aus dem Fenster rauszoomen. Das ist wieder doof, ne? Ach hier, der Eisenschacht. Stimmt, genau. Den wollte ich mir ja auch noch irgendwann holen hier. Ja, okay. So, die kommen jetzt erstmal an hier. Bin ich mal gespannt. Okay, die bluten natürlich ziemlich unter dem Beschuss von den Kanonentürmen. Das sind doch alles Nahkämpfer hier. Das sind fast keine Fernkämpfer. Na, ja, die kommen aber tatsächlich jetzt bis zum Turm durch. Und machen ja ein bisschen Schaden. Ist ja frech. Okay, gut, das war's aber dann auch wieder. Wenn die weg sind, dann... Also wenn hier gleich der nächste Schwung kommt, dann werden wir danach die Chance ergreifen, hier einzufallen und alles platt zu machen. Würde ich mal sagen. Das machen wir relativ entspannt. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir wirklich hier mitnehmen sollten. Ja. Ich glaube, meine Sperrträger sollte ich auf jeden Fall hier lassen. Wir warten mal, was hier passiert, wann die hier gleich durchlaufen. Habe ich so viele Sperrträger hier? Das gibt's ja gar nicht. Was soll ich denn mit? Trupp 3 ist das jetzt mal. So, Trupp 2 ist meine Kirche immer noch. Trupp 3 sind jetzt unsere Schützen. Oh, da kommen schon wieder welche. Achso, nur eine kleine Nachhut. Ein paar Nachzügler. So, ich werde hier gleich mal richtig Randale machen. Ich schicke den auch noch ein bisschen näher hier ran. Dann soll der mal hier runter gucken, was wir da so haben. Hier sieht es doch aus, als würde da noch irgendwas stehen. Steht aber tatsächlich nichts. Okay. Aber Kundschafter ist dabei. Was sagt eigentlich unsere Forschung hier? Architektur. Könnten wir doch mal erforschen. Wir haben genügend Stein veredelt. Wir haben auch definitiv genügend Eisen veredelt. Dann ist das doch eine gute Sache. Schwefel können wir mal erforschen. Und hier gibt es dann mal noch die bessere Rüstung. Dann gibt es hier drüben einmal einen Ausbau. Und hier gibt es dann die besseren Bögen. Pfeile natürlich, nicht Bögen. Ja, dann gehen wir mal hier langsam los. Nur Mut. So. Wir werden siegen. Wir müssen jetzt mal schauen. Die laufen jetzt hier gleich durch. Ja, jetzt sind schon vorbei. Dann ab geht's auf die Wohnstätte. So, einmal schnell hier, bevor hier Drake richtig Randale macht und abgeschossen wird, sollten wir hier schnell mal die Wohnstätten kurz kaputt machen. Funktioniert auch sehr gut. Ja, Drake als Tank, ne? Halt! Steht ja immer noch! So, mach mal diese Wohnstätte hier kaputt. Und Drake, halt dich mal ein bisschen zurück hier. Mhm. Oh, da kommen wieder Leute. Okay. Aber erstmal die Wohnstätte platt machen und dann schnappen wir uns die hier. Die interessieren sich aber überhaupt nicht für uns. Also da sehen wir schon mal gleich eine Sache, die wir durchaus kritisch beäugen können. Es scheint so zu sein, dass sich die nicht für uns interessieren.
dass wir echt einfach so, ja, die durchrennen lassen können. Was natürlich insofern ein Vorteil... Aua, so nicht hier. Was natürlich insofern ein Vorteil ist, dass wir einfach entspannt hier durchlaufen können. Aber das ist vermutlich nicht ganz so gewollt. Vermute ich einfach mal. Das kann man bestimmt, das muss man bestimmt auch in irgendeinem Skript wieder verstellen. Aber macht ja nichts. So, bislang, ich meine, bei mir kommt es bei den Maps halt nicht auf den Schwierigkeitsgrad an. Ich möchte sie gerne spielen. Und dazu müssen sie nicht unbedingt mördermäßig schwer sein. Reicht auch einfach eine gute Idee, wie hier zum Beispiel mit dem Nebelvolk, was hier ja auch in ausreichender Zahl hier rumsteht. Das ist jetzt ja gar nicht mal so unerheblich, was da alles vor der Tür steht. Über das Wissen über eine muss ich mal sagen. Also, das ist ja schon ein bisschen was, was hier rumsteht. So, steht vielleicht hier oben noch irgendwas? Nee. So eine versteckte Wohnstätte, die wäre natürlich noch was, ne? Wenn hier irgendwo noch eine Wohnstätte versteckt wäre. Ist in große Gefahr. Ah, jetzt kriegen die hier gleich auf die Nase. Okay. So, jetzt müssen wir die hier schnell weghauen. Die laufen hier oben lang, oder wie? Die laufen hier so ganz interessante Wege. Okay, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen verteilen. Lass die mal durchlaufen. Die interessieren sich echt so überhaupt nicht für uns, ne? Okay, die haben also Waypoints. Ein paar spezielle Waypoints, die sie halt gehen. Und dann Travoinks. Und dann war es das dann. Macht sie nieder. So. Jetzt hauen wir die mal weg hier. Ein gutes Auge und eine ruhige Hand. Ja, jetzt wird mal richtig Randale gemacht. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr und Storm, schön draufballern. Die machen jetzt nämlich, die wollen jetzt hier nämlich richtig Ärger machen. Ihr werdet angegriffen. Okay. Lehrt sie nächsten das Trupp. Es ist Zeit. Ich weiß nicht, ob aus dem Turm noch neue spawnen. Wir sollten den Turm gleich mal entsorgen. Gleich mal in Grund und Boden stampfen. Also was ich auf jeden Fall dazu sagen wollte, ich mag es, wenn halt wirklich auch so eine Map dann mal so gemütlich ist. Man muss sich dann trotzdem ja ein bisschen vorankämpfen. Man muss ja trotzdem das eine oder andere hier machen. Wir mussten uns trotzdem aufbauen und gucken, dass wir hier einen vernünftigen Start hinlegen. Natürlich. Und das Ganze auch wirklich hier bis in den Tod halbwegs bewerkstelligt kriegen. Ne? Ich meine, es sind trotzdem eine ganze Menge Leute, die uns hier attackieren. So, die könnt ihr, ja, die können ja auch nochmal schnell platt machen. So, jetzt hier die Fernkämpfer. Die werden uns wahrscheinlich ein bisschen mehr Ärger machen als die Nahkämpfer. Also die AOE von denen, die ist relativ gering. Das heißt, man kann die halt wirklich gut wegsnipen, ne? Wie ihr seht. Ey, sag mal. Man kann die halt wirklich ganz gut wegsnipen. Also das ist natürlich jetzt relativ leichtes Spiel für mich. Aber das schadet ja nicht. Ich meine, man muss auch echt bedenken, das ist Roydys erste Map. Also von daher immer noch echt nicht schlecht. Feinde greifen eure Häuser an. Hä? Feinde greifen meine Häuser an? Moment mal, wer greift hier meine Häuser an? Niemand greift hier meine Häuser an. Ah, da ist das Zelt, wo anscheinend die Truppen spawnen. So, jetzt werden hier gleich die Fernkämpfer aggressiv. Lehrt sie das Fürchten. Ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen schauen, dass die hier ausgedünnt werden. Lehrt sie das Fürchten. Okay, zack, bumm, weg. Ja, schön. Gut, das war's mit denen. Lehrt sie das Fürchten. Dann die hier drüben. Wunderbar. Oh, wer ist hier gestorben? Wer ist hier gestorben? Oh, eine Wohnstätte. Eine Wohnstätte. Aua, das tut natürlich jetzt weh. Da bin ich jetzt ein bisschen zu weit ins Wohnstättenfeuer reingerannt. Haben wir hier gleich die nächste Wohnstätte, die auch gleich aggro läuft, wenn es doof läuft. Wie schön, dass die Nahkämpfer einfach hier dem einen Trupp unserer Schützen unserer Scharfschützen hinterher läuft. So, oh, da ist gerade gut was Neues gespawnt. Okay, die Zelte sollten weg. Die Zelte müssen weg. Bis in den Tod. Okay, die Zelte sind weg. Wunderbar. Kommt auch sonst nichts weiter rum. Angriff. Hui. Also ja, mit den Truppen, die spawnen, das ist auf jeden Fall schon sehr geschickt. Da kommt eine Roma-Map nicht gegen an, ne?
alle sind gestorben und werden sofort hier zurückgeholt. Die Laufwege sind noch ein bisschen optimierungsbedürftig. Da kann man noch mal was verändern, aber an sich ist der erste Teil schon mal sehr gut. Die Frage ist, ob wir hier tatsächlich noch mehr Platz kriegen für weitere Dorfzentren. Das fände ich ganz interessant zu sehen. Weil, ja, mit 250 Leuten ist halt schon ein bisschen schwierig, hier richtig Kämpfe zu führen. Oh, weia, ey. Okay, ich glaube, wir kommen da schon echt ganz gut durch. So, warte mal. Leute, lauft. Ihr werdet angegriffen. Leute, wo lauft ihr denn hier hin? Lasst euch nicht einlullen. Wie ihr wünscht. Oh, guck mal hier. Ein 5-Sterne-Trupp haben wir jetzt verloren hier. Das ist frech. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Boah, ja, das ist tatsächlich jetzt schon hier ein bisschen, gefährlich gewesen. Das haben wir hier sogar richtig Einbußen gehabt. Wo geht's hier unten eigentlich lang? Sieht auch nochmal interessant aus hier. Ah, jetzt könnt ihr Schwefelschacht. Zeigen, schön. Gefällt mir. Schwefelschacht mag seht ich. Mir zu und macht es genauso. So, die machen mehr Schaden. Ja, dann bitteschön hier die Wohnstätte auch gleich wegballern. Hier haben wir noch einen Turm. Ergreift sie. Ich bin auch gespannt, wann der Turm da hinten interessant wird. Wann da Truppen herkommen. Ich will den noch nicht kaputt machen. Einfach... Ja, was ist denn das hier? Also irgendwie unterschätze ich komplett die Reichweite von diesen Wohnstätten. Die machen hier echt Ärger. Die machen mir echt ganz schön Ärger, die Wohnstätten gerade. Okay. So, den Turm kriegen wir weg. Gut. Dann versuchen wir uns mal an die Wohnstätte hier ranzupasten. Wir gehen einfach um die Burg rum, so nach und nach immer schön im Kreis. Und hier spawnen ja auch tatsächlich weitere Truppen, obwohl wir die Zelte schon weggehauen haben, ne? Hier kommen tatsächlich noch welche an. Ich weiß nicht, ob jetzt da nochmal neue spawnen, aber... Oh, ein paar viele Leute gleichzeitig. Aua, Leute. Die machen echt nicht viel Schaden auch irgendwie, die Nebelkrieger. Dann ist das natürlich nochmal entspannt. Dann können wir da ganz entspannt mitarbeiten. Oh, da hinten ist noch eine Wohnstätte. Da müssen wir auch aufpassen. Bis in den Tod. So, hier, die müssen jetzt... Das finde ich so interessant, dass immer am Anfang richtig viele sterben und dann irgendwann gar keine mehr. Die ersten kriegt man richtig schnell weg und die Hauptmänner, die fressen dann extrem viel. Ergreift sie. So, Wohnstätte. Toll, irgendjemand hat auf die Nummer drauf geschossen. Das musste jetzt auch nicht sein. Oh, unsere Arbeiter bezahlen ihre Steuern, ja. So, die müssen jetzt hier nochmal ein bisschen dezimiert werden. Oh, das hat aber ziemlich gut geklappt. Attacke! So. Die laufen jetzt erstmal wieder auf uns zu. Mhm. Hier hinten gibt es auch nochmal Eisen. Okay. Auf in den Kampf! Dann schnappen wir uns die Wohnstätte. Okay. So, Drake macht nochmal wieder seine Fähigkeit an. Macht sie nieder. Und dann zack, kriegen die ja auch schon mal wieder auf die Nase. Ach ja, es tut gut, so eine Map zu spielen, muss ich echt sagen. Es ist echt mal was Schönes, so gerade nach diesen Geschichten, die wir jetzt hatten mit den Roma-Maps, Bedrohung aus dem Westen, ist so eine entspannte Map zwischendurch echt angenehm. Nur Mut. Und ja, für mich ist es vielleicht entspannt. Die hat ja trotzdem ihre Kniffe. Ich meine, man wird von Anfang an attackiert. Und die Truppen, die hier stehen, die Kanonen, die halten halt auch nicht ewig was aus. Ich glaube trotzdem, diese 4 Kanonentürme, die ja von Anfang an sind, die reichen schon ganz gut, um das auch alles zu verteidigen und abzusichern, das Gebiet. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, man kann da jetzt so ganz unbedarft sich aufbauen. Das sind schon so ein paar Hindernisse, die einem da in den Weg gestellt werden. So. Verteidigt euch. Ihr werdet verteidigt euch. Jo. Jawohl. Jawohl. Okay, guck mal hier mal ein bisschen weiter nach oben. Ah ja, da ist der Siedlungsplatz. Okay, wunderbar. Wunderbar, da haben wir einen Siedlungsplatz. Das heißt, da geht's dann ran. Da können wir uns dann ein bisschen ausbreiten. Können uns unsere Bevölkerungskapazität erhöhen. Und können dann ordentlich Leute ausheben, ordentlich Truppen rekrutieren und dann geht's richtig rund. Hatte ich hier oben noch irgendwo einen
Leibeigenen? Nö, ich glaube, ich hatte hier gar keine Leibeigenen mehr. Nehmen wir mal den Kollegen hier. Soll uns da mal hier eine Kaserne hinbauen. So. Wieso stirbt hier jemand? Wer ist hier gestorben? Warum? Vor allem? Gab doch gar keinen Grund, hier zu sterben. So. Lockt mal da hinten noch welche an. Nur Mut. Wir werden so, zack, wunderbar. Nehmen wir gleich die nächsten mit. So soll es sein. Angriff. Bitteschön hier. Alle weghauen. Wir werden siegen. So. Ihr werdet angegriffen. Ihr werdet angegriffen. Jetzt greifen wir erstmal die Burg an. Oh ja. Wird ein bisschen dauern, bis die kaputt ist. Obwohl, geht sogar relativ schnell. Wir kriegen eine ganze Menge Eisen in der Zwischenzeit zusammen. Wir können glühende Geschosse entwickeln. Eisen wird ja echt veredelt. Das geht ganz gut, ne? Und die anderen Sachen kriege ich aber auch geil veredelt hier. Also vor allem Schwefel geht natürlich wieder super. Die Bewohner der Stadt. So, dann brauchen wir hier nochmal bessere Waffen. Und die Burg ist gefallen. Auf in den Kampf. Ergreift sie. Oh, da habe ich natürlich jetzt ein paar viele... Wir werden sie. Oha, ein paar viele Leute auf einmal. Eie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 
so eine Wohnstätte oder sowas übersehen habe. Das kann durchaus sein bei mir. Okay, aber die Leibis sind schon da. Okay, gut. Subi, die sind ja echt fix. Kann ich hier unten hin? Ich kann hier unten hin. Was gibt's denn hier? Vielleicht gibt's da unten auch noch was Geiles. So, Dorfzentrum bauen. Wunderbar. Hier gibt's sowieso noch so viel Gebiet, was halt unerforscht ist. Das ist jetzt das, wo wir jetzt hinlaufen, ne? Ja, teilweise zumindest. Ein Brückenarchitekt, okay. Dann bauen wir hier ein Wohnhaus hin. Bauen das Ding aus. Der Brückenarchitekt, der interessiert mich relativ wenig gerade mal. Die sollen einfach arbeiten. Und hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Ich tue mein Bestes. Ja, mein Herr. Was ist das denn hier? Ein abgetrenntes Gebiet, wo man nicht hin kann. Das ist aber mir sehr suspekt. Okay, was haben wir hier oben? Hier ist noch alles im Dunklen. Da kann man auch noch irgendwie hinrennen. Müssen wir auch mal schauen. So, das ist fertig. Wunderbärchen. Dann bauen wir einen Schwefelschacht. Bauen das Ding hier aus. Warten, was unsere Leute hier machen. Dann können wir mal hier ein paar Schwertkämpfer rekrutieren. Können hier sagen, wir verbessern die Schwertkämpfer mal. Können dann hier sagen, wir verbessern die Bogenschützen mal. Und bilden hier parallel ein paar Schützen aus. So, das spart dann nämlich ungemein Ressourcen, wenn wir hier schön viele Schwertkämpfer und Bogenschützen einmal mal ausbilden. Oh ja, das spart uns richtig Ressourcen. Fertig. So, fertig. Ist ausgebaut. Okay. Gemeindezentrum. Bauen wir mal zum Stadtzentrum aus. Mach mal direkt. So. Und nochmal 3 Trupps Schwertkämpfer. Das sollte dann reichen. Haben wir 9 Trupps. Das kriegen wir, glaube ich, dann ganz gut gefüllt. Ah, was? Da ist was. Wo? Moment. Ich sehe es nicht. Eure Bauernhöfe. Ach, was? Nicht genug Essen. Das ist ein Bauer? Hä? Da läuft ein Bauer rum. Ich fasse es ja nicht. Und da ist ein Leibeigener. Sag mal, was ist das denn hier? Ja, mein Herr. Fügt ihr den kaputt? Ja, den kriegen sie tot. Ihr befehlt. Ha! Ja, das ist ja witzig. Okay. Ja, also, ich weiß nicht, wie der Bauer hierher kommt und was er hier gemacht hat, aber das ist sehr mysteriös auf jeden Fall. Sehr mysteriös, das Ganze. Natürlich. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Nichts mehr zu holen. Okay, gut. Bauen wir hier einen Bauernhof hin. Eine neue hier gibt's nichts mehr zu holen. Geht ihr Lehm hacken. So, und hier gibt's auch nichts mehr zu holen sonst, ne? Aber das ist ja mal geil gewesen. Jawohl. Und einfach mal läuft da mal so ein Bauer rum. Und irgendwas hat uns ja angegriffen. Also, da war ein Bogenschütze oder sowas. Schade, dass ich den nicht gesehen habe direkt. Den habe ich leider erst viel zu spät realisiert, dass er da rumstand. So, dann alle Leute auffüllen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Okay, da haben wir schön viele. Ach Quatsch. Da müssen wir hin. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine. Und dann ausrüsten und. Oh, haben wir so viel Eisen überhaupt noch veredelt? Oh, haben wir alles noch. Alles kein Problem. Haben wir doch locker. So, da werden wir jetzt richtig Randale machen. Machen wir jetzt gleich richtig Randale. Der Kollege kommt hier hin. Ah ne, der kommt hier oben erstmal hin. Der guckt erstmal hier oben, ob wir hier irgendwas sehen. Weil vielleicht haben wir da ja schon die Möglichkeit, irgendwas Tolles zu entdecken. So. Die verteilen sich erstmal. Die bleiben so stehen. Formationen sind vor allem für die Nahkämpfer relevant. Und was ist mit dem Gelben hier? Mit dem Gelben ist ja gar nichts, ne? Die können uns echt egal sein. Ich glaube, den Turm, den können wir auch einfach abreißen. Das sehen wir noch in der Diplomatie. Aufträge wollte ich sagen. Da war auch nicht die Hauptaufgabe, einfach alles plätten. Ja, kriege ich hin, denke ich. Denke ich mal.
So, dann haben wir noch hier ein paar Sperrträger. Kriege ich das alles komplett zu füllen? Das finde ich ja geil. So, Schwefelstollen, ja, könnte ich auch noch weiter ausbauen, noch mal eine Stufe weiter. Aber warum nicht, ne? Wir haben es ja. Eisenschacht hier genauso. Und hier haben wir doch irgendwo noch so... Oh, die Lehmgrube, die ist nicht sonderlich gut betucht. Da ist nicht mehr wahnsinnig viel drin. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das Lehmbergwerk hier können wir ausbauen. Hier segnen wir erstmal. 10.000 sind da noch drin. Das ist auch nicht mehr so mega viel. Wetter könnten wir machen. Also wir könnten das Wetter verändern. Ja, brauche ich aber nicht. Nun gut, ich bedanke mich auf jeden Fall für heute fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.